Wir springen in das nächste Video rein, das wir prüfen wollen. Heute geht es um das kurze Video von Bibel begreifen mit den drei Fakten über die Trinität. Wir wollen gucken, ob die drei Fakten biblisch sind oder nicht biblisch sind. Zum Glück ist das nicht besonders viel Aufwand zu prüfen. Ich blende es kurz einmal als Ganzes ein und dann vor den jeweiligen Stellen nochmal die entsprechenden Passagen. Also, viel Spaß! Die Trinität, drei Fakten. Erstens, es gibt nur einen Gott. Zweitens, diese Einheit umfasst jedoch drei verschiedene, ewige, gleichrangige Personen, Vater, Sohn und Geist. Und diese Personenverschiedenheit ist gekennzeichnet von einer Wesenseinheit. Alle drei Personen haben das gleiche Wesen. Wir haben den ersten Fakt, der ja schon mal gut ist. Ja, und ich glaube, da ist ein Schreibfehler auf der Folie von denen, aber ich habe dann 1. Timotheus 2, Vers 5 genommen. Es gibt nur einen Gott. Amen dazu. Da kann ich zumindest zustimmen. Es ist nur ein Gott, ja, denn es ist ein Gott und ein Mittler zwischen Gott und den Menschen, nämlich der Mensch Christus Jesus, der sich selbst gegeben hat als Lösegeld für alle, als sein Zeugnis zur rechten Zeit. Und Galater 3, Vers 20, ein Mittler aber ist nicht Mittler eines einzigen, Gott aber ist einer. So, wir haben den einen Gott, ja, und der Mittler, der nicht Mittler eines Einzigen ist, sondern es wird eben aufgezeigt, man vermittelt zwischen zwei Positionen, was natürlich logisch ist. Aber das sind nicht die einzigen Verse, denn wir haben auch Verse, die identifizieren, wer dieser eine Gott ist, weil das ja auch hilfreich für uns ist. Es geht nicht darum, nur zu verstehen, dass Gott einer ist, sondern wer der eine Gott ist. Und wir nehmen 1. Korinther 8, Vers 6, der Klassiker. Wir haben nur einen Gott, den Vater, von dem alle Dinge sind und wir zu ihm, und einen Herrn, Jesus Christus, durch den alle Dinge sind und wir zu ihm. Relativ einfach. Oder um den einen Gott auch mal aus den Worten von Jesus nochmal zu hören und zu sehen. Das aber, Johannes 17, Vers 3, ist das ewige Leben, dass sie dich, der du allein wahrer Gott bist und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Ja, also der erste Fakt über Trinität ist wahr, der genannt wird. Und nicht nur das, dazu kommt noch, dass dieser Gott klar identifiziert wird als der Vater. Und wir haben nur einen Gott, den Vater, wie gerade eben vorgelesen. Wir hören uns den nächsten Fakt an. Zweitens, diese Einheit umfasst jedoch drei verschiedene, ewige, gleichrangige Personen, Vater, Sohn und Geist. Der nächste Fakt ist die Personenverschiedenheit. Und es wird berufen auf 2. Korinther 13, Vers 13, die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Und da wird dann gesagt, diese drei, ja, das ist eine Personenverschiedenheit. Ja, es wird nicht darauf eingegangen, dass der Heilige Geist in vielen Kontexten da einfach nicht eingebracht wird. Als Beispiel Johannes 10, Vers 30. Ich und der Vater sind eins. Wo ist der Heilige Geist? Es ist ja der perfekte Moment für Jesus gewesen zu sagen, ich, der Vater und der Geist Gottes, der Heilige Geist sind eins. Ja, sagt er aber nicht, er nimmt den Heiligen Geist da gar nicht mit rein, weil er ihn nicht als Person betrachtet, ganz offenbar, was an verschiedenen Stellen offenbar wird. Genau das gleiche, 2. Johannes 1, Vers 3, Gnade, Barmherzigkeit, Friede von Gott, dem Vater und von Jesus Christus, dem Sohn des Vaters, sei mit uns in der Wahrheit und in der Liebe. Da sehen wir keine Differenzierung zwischen drei Personen, sondern, wie es in der Schrift steht, eigentlich zwischen zwei Personen. Und die dritte Person ist der verheißene Geist vom Vater. Wie es in der Schrift steht, dass der ausgegossen wird, habe ich an entsprechender Stelle verlinkt. Der verheißene Geist vom Vater. Ja, diese Personenverschiedenheit, wie es da steht, die Subsistenz, ist nichts anderes als eine Interpretation von Bibelstellen anhand von einer Lehre, keine Nutzung von Bibelstellen für eine Lehre. Es ist genau die Reihenfolge, nur falsch rum. Eigentlich sollte man Bibelstellen nehmen und daraus eine Lehre formen. In dem Fall ist es aber, wir haben eine Lehre und nehmen uns Bibelstellen raus, um uns da
zu bestätigen. Und dann als zweites wird noch dazu genannt, Matthäus 28, 19, ja, darum geht hin und lehret alle Völker, tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Sehr bekannt wird ignoriert, dass eigentlich der Sohn einen anderen Namen hat, ganz offenbar, als der Name des Vaters, als der Name seines Gottes. Das wird offenbar aus Offenbarung 3, Vers 12. Ich will auf ihn schreiben den Namen meines Gottes, ja, und meinen Namen, den neuen, gerne nachlesen. Und da muss man sich fragen, wie kann das denn sein? Ja, warum steht das denn so da? Weil das ist erstmal so von Jesus gesagt. Ja, selbst die katholische Kirche, ja, die katholische Enzyklopädie und so weiter bestätigen, dass das eine Hinzufügung ist, um die Trinität zu bestärken, da zwei Quellen entweder in der Videobeschreibung oder kurz einfach reingelegt mit der entsprechenden Quellenbeschreibung. Wir gehen zum nächsten Fakt über die Dreieinigkeit und sind gespannt, was da kommt. Und diese Personenverschiedenheit ist gekennzeichnet von einer Wesenseinheit. Alle drei Personen haben das gleiche Wesen. Als nächstes kommt die Wesenseinheit, also die gleiche Substanz zu haben, wird genannt Johannes 14, Vers 9. Jesus spricht zu ihm, solange ich bei euch bin und du erkennst mich nicht, oder solange bin ich bei euch und du erkennst mich nicht, Philippus, wer mich sieht, der sieht den Vater. Ja, wie sprichst du denn, zeige uns den Vater? Ja, das ist gut zu erklären, und zwar ohne ganze Trinitätsgedudel. Und zwar Hebräer 1, Vers 3, er ist der Abglanz seiner Herrlichkeit und das Ebenbild seines Wesens und trägt alle Dinge mit seinem kräftigen Wort und hat vollbracht die Reinigung von den Sünden, hat sich gesetzt zur Rechten der Majestät in der Höhe. Wir kommen da an den Punkt, wo wir uns fragen müssen, ist Wesensgleichheit oder Wesenseinheit das gleiche wie Abdruck seines Wesens zu sein? Außerdem kommen wir an die nächste Frage, wo ist da wieder der Heilige Geist? Der Geist Gottes ist wieder nicht eingebracht worden. Die Trinität, die bröckelt und bröckelt, vor allen Dingen, wenn man den Heiligen Geist versucht mit reinzubringen. Wir nehmen noch Johannes 12, Vers 45 mit rein. Wer mich sieht, der sieht den, der mich gesandt hat. Wer hat Jesus denn gesandt? Das ist unheimlich wichtig zu verstehen. Hat Gott Jesus gesandt? Hat Jesus sich selbst gesandt? Oder was ist da passiert? Wir lesen das, was Jesus selbst gesagt hat. Johannes 8, Vers 42. Jesus sprach zu ihnen, wäre Gott euer Vater, so liebtet ihr mich. Denn ich bin von Gott ausgegangen und komme von ihm. Denn ich bin nicht von mir selber gekommen, sondern er hat mich gesandt. Also Gott hat Jesus gesandt. Wichtig ist hier noch der Nebensatz, der da drin steht. Denn nicht von mir selber bin ich gekommen. Jesus sagt, dass er nicht von sich selbst gekommen ist, sondern von Gott. Wenn man Jesus also ernst nimmt, wird klar, Jesus ist nicht Gott, denn er ist nicht von sich selbst gekommen, sondern von Gott. Wir sehen eine klare Identifikation, gerade anhand von den Worten von Jesus, dass der Vater der allein wahre Gott ist. Ja, wir sehen keine Integration des Heiligen Geistes. Und da müssen wir uns fragen, wie kann das denn sein? Der Grund, warum es eine komplette Einheit zwischen dem Vater und dem Sohn gab, ist relativ einfach, weil Christus sich untergeordnet hat, und zwar zu 100%. 1. Korinther 11, Vers 3, ich will aber, dass ihr wisst, dass der Christus das Haupt eines jeden Mannes ist, das Haupt der Frau eines jedes Mannes ist, das Haupt der Frau aber ist der Mann, des Christus Haupt aber ist Gott, oder Epheser 5, Vers 23, denn der Mann ist das Haupt der Frau, wie auch der Christus das Haupt der Gemeinde ist. Wir sehen in der göttlichen Schöpferordnung sehr, sehr kleine Unterscheidung zwischen Christus und Gott. Ja, wir sehen hier keine Dreiheit oder Sonstiges. Wir sehen eine Unterordnung. Wir haben den einen, das ist Gott, das ist der Vater, wie wir an verschiedenen Stellen gesehen haben. Und den zweiten, Jesus Christus, der sich ihm unterordnet. Und darunter noch Mann und Frau. Ich wünsche dir Gottes Segen. Die drei Fakten zur Trinität erwage. Am Ende des Tages beweisen keine von den drei Fakten irgendwie, dass die Trinität wahr ist oder sonstiges, sondern wir sehen eigentlich anhand von verschiedenen Bibelstellen, oh, der Vater ist der allein wahre Gott, von dem eigentlich gesprochen werden sollte. Ich wünsche dir Gottes Segen bei der Prüfung, und schau dir gerne nochmal das Shorts-Video von Bibel begreifen an, du wirst merken,
Die Bibelstellen werden nicht zitiert, sie werden sehr stark interpretiert im Sinne davon oder unter der Voraussetzung, dass die Trinität wahr ist. Das ist keine gesunde Herangehensweise. Wir haben die Schrift und bauen darauf Wahrheiten auf. Nicht, wir haben ein Dogma, eine Wahrheit und nehmen dafür Schriftstellen, damit es halbwegs plausibel klingt und ignorieren alle, die nicht dazugehören. Gottes Segen bei der Prüfung und ich wünsche dir, dass du die Bibel ein bisschen mehr begreifst.